Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Fort vorstellen. Ich weiß nicht, warum sie das hier nicht geändert haben. Anschaut das, den Brand. Also steht schon der, aber sein tut's ein Fort 7610. Also hier steht so Fort 7000. Da kostet ich 24.500 Euro. 46 km/h soll das schnell sein. 300. 89 Liter Tankvolumen. Er hat eine Leistung bis zu 220 PS, entsprechend 173 kW, 95 Euro Unterhalt. Jetzt gehen wir hier hin und schauen uns mal an. Wenn du einen Kauf so Standard hat, da natürlich 194 PS, 143 kW, 95 Euro Unterhalt und 389 Liter Tankvolumen, 46 km/h schnell. Du kannst für 800 Euro dir hier einen Frontladeraufbau dazu kaufen und dann kannst du hier für 2000 Euro 211 PS haben und für 4000 Euro 220, deswegen habe ich das davor erwähnt. Ich habe mal hier die zwei Variationen mal gekauft, wie man sieht, hier einmal hier den ganz normal, dann hier mit 220 PS und hier mit Frontlader und Sohle, wie man ja sehen. So, Luftfilter sieht auch sehr toll aus, wenn man das sieht. Steigen wir mal ein. Schauen wir mal in die Lok rein. Oh, der macht ja Callstack. Okay. Also, was hat er da? Also, in XML stimmt ein Eintrag nicht. Deswegen hat er hier die Fehler. Aber ich denke mal, ich mache das Video trotzdem jetzt fertig, wenn wir sehen. Also ist halt leider, ist ein schöner Traktor, aber kann man nichts machen. Schauen wir mal. Also schnell ist eine Beschleunigung. Bremsen tut auch sehr gut. Schön rusen tut er. Die Lenkung, schauen wir mal. Wäre das Gestänge, was das Vor- und Rückschieb leider hier nicht animiert. Schauen wir mal hier. Die Achse, ja, hat ja hier Spiegel, wie wir sehen. Das ist gut gemacht. Aber leider halt die Fehler. Was er macht. Das hier passt soweit das auch. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh, der, wie man sieht hier sehr, also er wäre sehr realistisch gehalten. Er geht ziemlich hinten runter und natürlich neigt er sich. Ich finde es ja auch sehr lustig. Natürlich ist das Gerät hier zu schwer für den. So. Also er wackelt ziemlich. Hupe und Umleuchte, Bremslicht, normale Licht hinten, vorne. Nehmen wir jetzt mal die Innensicht, schauen wir von innen drin mal. So, ja, nichts animiert, die Spiegel hier funktionieren auch leider nicht. Er hat oder hätte, mal schauen. Also ich sehe jetzt hier keinen Button, leider. Das dürfte vielleicht auch der Fehler sein, also hier in der Lok. Denke ich mal. Warum der dann Callstack hat, denke ich mir mal. Schauen wir uns mal außen, hat der Blinker auch. Linke hätte. Also hinten ist es ein bisschen verschoben. Man sieht, es geht vorne durch. Also hinten stehen wir raus. Bestimmt hier die Position nicht, weil nämlich, das wäre nämlich die für die vorne an. Die sind total verschoben. So, jetzt schauen wir mal. Kupplung noch an. Er hätte ja. Ihr seht hier schöne Anschlüsse.
Packen wir mal Blinker aus. Gucken wir hier die Hydraulik. Hinten geht rauf und müssen wir mal schauen, ob wir da hier das so richtig sehen. Okay, er geht hier dazwischen rein. Das war nicht richtig irgendwie. So, dann schauen wir noch hinten. Rückwärts hier auf 18 km/h. Wahnsinn. Also der hier passt. Dann schauen wir uns hier noch die Frontladekonsole an. Also geht richtig ab wie Schmitz Katze, gell? Reifenschaupenspuren macht er auf. So, dann haben wir hier mal den Kollegen hier. Da werden wir uns jetzt hier die Frontladekonsole testen. Rundumleuchte, ja, funktioniert. So, dann sehen wir hier, also wir haben einen Tarnkappen Frontlader, der verschwindet dann. Das ist ein Originaler, muss man das auch noch sagen. Man sieht hier eine Seite, den jetzt hier dran. Ja, das ist wie Fata Morgana, weil die ERV je eine Fata Morgana. Ja, aber ist ja auch ein Spiel, ist lustig. Ich finde, es steckt ja auch viel Arbeit in solche Mods drin. Und schauen wir mal hier, er fährt 45 km/h fährt er. Also sehen wir hier, sehr schnell, sehr, sehr schnell. Wow, hat mich jetzt erschrocken, den Hund. Ja, also, so ist es ja ein schöner Mod. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch. Euer Franz.